Hallo und herzlich willkommen auf Bens Acker. Ben hat heute mal folgenden Plan. Ben wirft ein paar brennbare Gegenstände in potenziell brennbares Material, das er mal aus zu Testzwecken, um halt wirklich kein Risiko einzugehen, vorher auf seinen Acker legt, weil einen großen Haufen brennbares Material aufschichten mitten im Walde und diesen dann anzünden, um mal zu testen, ob daraus ein Waldbrand entsteht, ist so ein bisschen was man vielleicht nicht unbedingt machen sollte, wenn man nicht die Feuerwehr nebendran stehen hat. Und da ich die Feuerwehr nicht nebendran stehen habe, machen wir das jetzt quasi im Kleinen und machen uns dann Gedanken, was die Ergebnisse im Kleinen auf das Größere potenziell bedeuten könnten. So, und ich habe jetzt folgend mehrere Dinge geplant, die ich dann mal ausprobieren werde an einem von mir gleich noch zu errichtenden Laubhaufen, der quasi sehr trockenen Waldboden im Fall von einem Laubwald simulieren soll. Und dann haben wir hier zum Beispiel ein Streichholz, das wir da reinwerfen werden. Jetzt geht heute auch nicht viel Wind, wie man sehen kann, daran, dass das Ding relativ problemlos brennt. Das wäre ja auch ein bisschen eine Schwierigkeit, dass es sich hier um kein Sturmstreichholz handelt. Und ich habe es jetzt eben schon mal ein bisschen ausprobiert. Wenn man das jetzt einfach so x-beliebig in den Acker reinschmeißt, besteht natürlich eine gute Chance, dass es beim Wurf selber ausgeht. Das ist jetzt gerade passiert. Aber eben ist mir das komplette Streichholz immerhin noch abgebrannt. Also der gesamte Stiel beim Reinschmeißen in den Acker. Und wenn es dumm gefallen wäre auf irgendwas Brennbares, wer weiß. Dann habe ich mir überlegt, man könnte auch mal eine umgefallene Kerze simulieren. Ne? Machen wir dann gleich. Und wenn wir bis dahin noch keinen Waldbrand ausgelöst haben, hätte ich dann noch als weitere potenzielle Option wirklich, wenn einem mal was mit einem Zunder schief geht. Also nehmen wir einfach mal wirklich einen ganz normalen Naturzunder, der so in der Natur auch natürlich vorkommt. Was ja auch wieder interessant ist, wenn dann sowas nämlich mal Feuer fangen würde an seinem natürlichen Vorkommen und Kiensparen. Das heißt, es müsste also nur einen Waldbrand geben in irgendeinem entsprechenden Kiefernwald, wo wirklich größere Mengen Kiensparen in Form von Baumstock am Boden noch vorhanden sind. Und wenn die dann mal Feuer fangen, na dann Halleluja. Ja, also das kann sich jeder vorstellen, der schon mal mit Kienspan rumhantiert hat. Und da kann so ein kleines Fitzelchen ja unter Umständen vielleicht schon reichen, aber das probieren wir auch gleich noch aus. Na toll, jetzt ist der Docht von meiner Kerze abgegangen. Naja, wird noch reichen für Testzwecke. Und wenn es dann immer noch nicht brennt, hätte ich hier noch so Wattepads und Vaseline. Ja. Und sollte es dann immer noch nicht brennen, hätte ich noch Feuerzeugbenzin. der kleine Pyromane in mir freut sich. So, und das bedeutet, Vorgeplänkel soll es erstmal gewesen sein. Ich gehe jetzt mal einen kleinen Laubhaufen errichten. Guck, dass wir dann ordentlich weit weg sind vom Wald. Und noch schnell ein kleiner rechtlicher Hinweis. Sowas darf man selbstverständlich nicht. Darf man bloß, halt wieder theoretisch in öffentlichen Feuerstellen machen. Ja, das müsste eigentlich rechtlich gesehen auch möglich sein, solche Experimente, solange man das wirklich nur in der Feuerstelle macht. Und tatsächlich darf man auch in Baden-Württemberg zumindest auf dem eigenen Grundstück, wenn man weit genug weg ist vom Wald, auch ein bisschen mit Feuer rumhantieren, solange das eigene Grundstück kein Wald ist. Leider, ich muss hier echt mal aufforsten demnächst. So, weiter geht's. So, Testlaubhaufen steht. Ihr müsst mir jetzt bitte einfach glauben, der ist auf der Unterseite ziemlich feucht. Also da, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich gebe mal ein Blatt. Ich denke, man kann es vielleicht so halbwegs erkennen. Also das ist sehr feuchtes Laub unten. Es ist oberirdisch ausgetrocknet und ich habe jetzt versucht, das ohne das jetzt zu mixen, so dahin zu legen, wie es quasi auch im Wald gelegen ist. Und zwar eben als wirklich großer Haufen an einer Stelle, wo sich halt so ein Haufen angesammelt hat. Das ist jetzt also ziemlich suboptimale Bedingungen. Schlechter als die Realität wahrscheinlich in den meisten Fällen sein wird im Wald. Außerdem, was jetzt hier halt eben auch nicht ist, ist, dass wir da einen sehr feuchten Waldboden drunter haben, der die Feuchtigkeit eben aufgrund dessen, dass Laub drauf liegt, erheblich länger hält, als dass so ein Ackerboden wie der, auf dem ich hier jetzt eben mein Feuerchen machen möchte, tut. Und das soll heißen, wenn das jetzt hier
wirklich super leicht brennt, dann heißt das nicht zwingend, dass das im Wald auch genau so schnell geht. Aber es ist halt dann eben trotzdem ein Indiz dafür, dass das im Wald auch erstaunlich schnell möglich sein könnte. So, und jetzt machen wir mal Folgendes. Wir nehmen also an, so rein theoretisch, Ben ist Raucher, zündet sich ein Zigarettchen mit einem überlangen Streichholz an und das verliert er jetzt. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Klar, normalerweise besteht schon noch eine gewisse Chance, dass das Streichholz einfach ausgeht beim Verlieren. Wenn es tiefer runterfällt, dann wird es wahrscheinlich ausgehen. Und aha, ich dachte, das wäre es jetzt schon gewesen, aber nein. Da züngelt nochmal ein Flämmchen. Okay, das scheint es wirklich gewesen zu sein. Jetzt machen wir das Gleiche nochmal, weil das könnte ja ein Zufall gewesen sein. Man muss natürlich so einen Versuch entsprechend oft reproduzieren. Ups. Okay, das Streichholz war schneller aus als erwartet. Das war ja schon erstmal richtig ein. Das war ja schon richtig. Stumpf. Wir haben übrigens aktuell keine Waldbrand-Gefahrenstufe. Hab extra nachgeguckt. Also theoretisch geht die Welt davon aus, dass es momentan gerade nicht wirklich realistisch ist, dass jemand den Wald anzündet. Okay. Ist noch nicht ganz fertig, qualmt noch ein bisschen, aber ich glaube, da hat sich jetzt kein Waldbrand entfacht. Gut, das andere Streichholz nehme ich jetzt mal raus, weil das ist ja zusätzliches Brennmaterial für weitere Versuche. Das wollen wir natürlich nicht haben. Generell ist natürlich jetzt auch ein bisschen mehr trockenes Material vorhanden als ganz am Anfang, als ich hier angefangen habe, um zu experimentieren. So gesehen, ja, das kann jetzt vielleicht eine minimale Rolle spielen. Aber so wissenschaftlich will ich jetzt auch wieder nicht vorgehen. So, nächster Versuch habe ich mir überlegt, da meine Kerze ja gerade der Docht abgebrochen ist, nehmen wir mal ein kleines Stückchen Kienspan. Und wenn ich ein kleines Stückchen Kienspan sage, dann meine ich wirklich ein sehr kleines Stückchen Kienspan. Jetzt weiß ich zwar gerade kein Szenario, in dem aus irgendwelchen Gründen ein brennendes Stück Kienspan einem in den Wald fallen sollte. Sollte jetzt schon richtig brennen. Einen Moment warten. Gut. Und mal gucken. Also das ist ja bekanntlich Zunder, mit dem man normalerweise auch ein Lagerfeuer anzünden kann. Und wenn einem tatsächlich, sagen wir einfach mal, der Zunder irgendwie blöd wohin fällt, wo er nicht hingehört, ein ähnlich brennendes Objekt. Ich weiß jetzt nicht, in was für einem Szenario das passieren soll, aber ja, ich finde, die Wirkung ist schon ziemlich überzeugend. Interessant ist jetzt halt eben, momentan brennt da bloß diese oberste, gar nicht nasse Laubschicht. Also das ganz trockene Zeug. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, ob sich das auch so weit in die Tiefe ausbreitet, dass dann irgendwann halt mal, ja, da ein richtiges, was schön Loderndes draus entsteht. Passieren kann ja nichts, weil hier auf der Wiese, die kann nicht wirklich abbrennen. Schlimmstenfalls brennt der gesamte Haufen ab. Und ich schalte mal spaßeshalber auf Handkamera um. Ach du Scheiße. Also ich muss sagen, das hatte ich jetzt echt auch schon nicht erwartet. Ich habe sowas selber auch noch nie ausprobiert. Ach du Kacke. Ja, jetzt nehmen wir mal an, das wäre ein richtig, richtig, richtig großer Haufen. Und drumherum wäre halt weiter Laub. Und keine Grenze. Hier liegt übrigens das Löschwasser. Falls das notwendig werden sollte. Aber ich sehe hier keine Veranlassung, davon auszugehen, dass das jetzt ausbrechen könnte. Also da ist halt das Brennmaterial dann auch alle.
wenn der Haufen abgebrannt ist. Ja. Das hätte ich jetzt so schnell nicht erwartet. Ich habe gedacht, ich muss da jetzt mit Feuerzeugbenzin rangehen. Krass. Stimmt einen ein bisschen nachdenklich. Und hier stellt euch mal vor, da liegt noch Holz drin. Also so kleine Ästchen, ein bisschen größere Ästchen. Da mein Laubhaufen jetzt vollständig abgebrannt ist, ich habe jetzt gerade auch noch mal ein bisschen gelöscht, da kann auch nichts mehr passieren, alles gut, brauche ich einen neuen und den werde ich mir jetzt erstmal besorgen. Und dann machen wir das spaßeshalber, weil ich jetzt das Zeug schon dabei habe, nochmal mit einer Vaseline-Watte und mit Feuerzeugbenzin will ich dann auch nochmal ausprobieren. Aber da reicht ein kleiner Haufen, nicht, dass das dann hier wirklich noch eskaliert. Okay, neuer Laubhaufen, nahezu identisches Material und ich gucke mal rüber zu meinem anderen Haufen. Der qualmt tatsächlich immer noch ein ganz, ganz kleines bisschen. Obwohl ich den jetzt wassertechnisch gelöscht habe, kann ja immer noch nichts passieren. Ich bin ja da, ich gucke ja drauf. Ich drehe den Gespräch entsprechend nachher auch noch ordentlich aus und gebe den Rest vom Wasser noch drüber. Also, hier besteht jetzt keine Gefahr, aber das gibt einem halt echt zu denken. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt wirklich richtig im Wald gewesen und man hätte gar nicht darauf geachtet. Man schmeißt einfach besser brennbares Objekt einfach mal in die Gegend und denkt sich nichts dabei. Das kann also offensichtlich durchaus in die Hose gehen. So, ich mache hier mal ein Vaseline-Wattepad. Das Problem ist, dass ich jetzt so Vaseline-Finger habe, dass ich kein Feuerzeug mehr bedienen kann. Naja, dann hole ich mal meine Streichhölzer. Scheiße. Okay, also man beachte, Zunder liegt hier jetzt nicht irgendwie unter dem Brennmaterial, wie das jetzt wäre, wenn man Feuerchen machen möchte, sondern liegt da einfach nur mal oben drauf. Also wenn das jetzt eben schon mit dem Stück Kienspan funktioniert hat, sollte das hiermit ja jetzt nun eigentlich auch gehen. Mal gucken. Hier sind jetzt ein ganz paar winzig kleine Äste in dem Haufen mit drin, also quasi Blattstiele. Viel mehr ist das gar nicht. Ich bin gespannt. Ja, also ich finde, man kann es vielleicht, ich hoffe, man sieht es auf der Kamera, auch gut. Das breitet sich halt wirklich kreisförmig aus und brennt da schön vor sich hin. Und wenn das jetzt halt eben ein großer Haufen wäre, dann würde es sich halt irgendwann bis zu irgendwas hinbrennen, was dann unter Umständen durchaus besser brennbar sein könnte als ein Laubhaufen. Und dann haben wir schon den Salat. Also, dass das so einfach ist, muss ich sagen, das überrascht mich jetzt selber. Ich mache mal wieder Handkamera, das ist mir zu nah am Feuer. Sag's. Ja. Also gleiches Resultat wie mit dem Stückchen Kienspan eben. Wobei man sagen muss, das Objekt, was man da halt eben brennend in den Wald schmeißt, sollte halt auch schon wirklich richtig brennen. Also jetzt einfach nur ein Streichholz wegwerfen, das haben wir ja gesehen, da passiert nicht so viel. Ja, also da, das war ja jetzt fast schon zu erwarten, aber das zeigt dann jetzt auch beim zweiten Durchgang, das ist nicht unbedingt ein Zufall. Also wenn man wirklich einen Zunder, einen regelrechten Zunder, ganz locker irgendwo in den Wald schmeißt und erwischt eine Stelle mit viel Laub, das sieht böse aus. Das sieht echt böse aus, wenn es trocken ist, wohlgemerkt, wenn es trocken ist. Was passiert jetzt, wenn es nicht trocken ist? Und deswegen habe ich jetzt überlegt, mache ich jetzt doch noch einen zusätzlichen Test. Und zwar mache ich meinen Laubhaufen vorher mal nass. Habe ja noch ein bisschen Löschwasser. Und dann ja, simulieren wir also quasi mal wirklich so den Waldboden, nachdem der gut angefeuchtet ist. Also wenn es geregnet hat vor kurzem. Das probieren wir jetzt auch noch aus. Okay, also hier haben wir jetzt wieder Laubhäuflein. Diesmal etwas kleiner. Und das ist jetzt hier unser Regen. Jetzt will ich das auch nicht völlig ertränken,
soll ja nur in Anführungszeichen Regen simulieren, aber bei Regen wird sowas schon gut nass. Okay, das sollte genug Regen gewesen sein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man das auch noch wirklich zum Brennen kriegen kann. So, wir versuchen Wattepad mit Benzin. Also Moment, Benzin. Nur ein Ben kann mit Benzin hantieren. Jeder andere kann das nicht. So, das ist jetzt auch ein gutes Portionchen, würde ich sagen. Wichtig, wenn man mit so Benzin-Scheißdreck rumspielt, sollte man gucken, dass man den möglichst schnell anzündet und der möglichst schnell dann auch bitte verbrennt, weil sonst besteht die Möglichkeit, dass der im Boden landet und das wollen wir nicht. Das Zeug ist nicht unbedingt gerade gut für die Umwelt. Hoppala. So. Also das ist natürlich jetzt schon extrem. Selbstverständlich verliert man normalerweise kein Wattepad mit Feuerzeugbenzin getränkt im Wald. Aber das würde mich jetzt wirklich interessieren, ob dann dieser Laubhaufen, der ja wirklich nass ist, jetzt tatsächlich trotzdem Feuer fängt. Sieht nicht so aus. Okay. Puh. Das hätte mir jetzt sonst auch echt Angst gemacht. Nee, also da brennt jetzt bloß der Wattepad. Und das war's. Jetzt mache ich nochmal spaßeshalber ein Vaseline-Wattepad hinterher. Der brennt ja theoretisch länger. Das wäre jetzt auch nochmal ein Versuch wert. Ups, das sind zwei. Naja, egal, wenn schon, denn schon. Na komm, machen wir das Streichholz dazu. Nee, also damit wäre bestätigt, nasses Laub brennt nicht. Na, seht ihr? Geht schon wieder aus. Ja, also selbst wenn man es oben drauf liegt. Ja, okay, knistert, brutzelt und irgendwann ist dann trocken und wird dann auch mal Feuer fangen, aber nasses Laub brennt erstmal nicht, also wenigstens das. Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. So, ja, also, Experiment gelungen, Patient tot. Oh, Scheiße. Jetzt muss ich aber doch nochmal die Kamera draufhalten. Das brennt immer noch. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja gut, so ein Watte, ein großer Vaseline-Wattebausch, der brennt halt eine Weile. Aber nicht, dass sich das jetzt doch noch entzündet, der Haufen. Nee. Ich glaube, jetzt ist dann Schluss. Gut. So, und was lernen wir jetzt daraus? Trockenes Laub brennt offensichtlich potenziell schon. Allerdings muss man das Ganze jetzt auch wieder ein bisschen entschärfen, weil ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand einen brennenden Zunder einfach in den Wald schmeißt? Bei einem brennenden Streichholz, ja gut, das kann auch schon passieren. Also das ist auf jeden Fall nicht auszuschließen, dass dann da was Schlimmes bei rumkommt, zumal die Situationen im Wald ja durchaus noch erheblich schlimmer sein können, als es jetzt hier in meinem Versuch gewesen ist. Aber wenn nur ein Funken irgendwo hinfällt, da muss dann schon wirklich extrem trocken sein, um da wirklich dann entsprechend eine Flamme auch auslösen zu können. Also ich glaube, man muss jetzt nicht völlig in Panik verfallen und davon ausgehen, dass man jetzt beim nächsten Rumzünden sofort den Waldbrand auslöst, aber
Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass es doch so einfach ist, wenn man dann wirklich was Brennendes zufällig in die Gegend schmeißt, dass sich da dann ein richtiges Feuer draus entwickeln kann. Und das bei noch nicht Hochsommer, muss man ja nochmal dazu sagen. Also ja, eine gesunde Vorsicht im Umgang mit Feuer ist auf jeden Fall angemessen und mehr will ich jetzt dazu gar nicht sagen. So, ja, das soll es an dieser Stelle dann gewesen sein. Ich wünsche einen schönen Abend und gehe jetzt auch wieder heim. Jo, bis später. Oder nee, bis zum nächsten Mal. So rum.